Mikroplastik. Ein Gedicht von Rita Appel. Vorgetragen von Green World Facts TV. Du weißt vielleicht nicht so genau, was Mikroplastik ist. Ganz kurz gefasst kann ich nur sagen, es ist großer Mist. Es richtet reichlich Schäden an in Flüssen und in Meeren. Und wie das kommt, das möchte ich dir jetzt einmal erklären. Wenn Plastikmüll in großer Menge auf Gewässern treibt, entstehen dabei Zerfallsprodukte, weil es aneinander reibt. Die Plastikteilchen sind so klein, dass sie sind kaum zu erspähen. Du brauchst ein gutes Mikroskop, um sie genau zu sehen. Und diese Mikroplastikbröckchen entstehen ja erst im Meer, aus vielen anderen großen Teilen. Man nennt sie sekundär. Primäres Mikroplastik tun die Menschen noch hinzu. Wahrscheinlich vielfach unbewusst, womöglich sogar du. Du findest es in Peelingcremes, in Duschgel, Zahnpasta, in Make-up, Shampoo, Lippenstift, Rasierschaum, Mascara, in Sonnenschutz und Nagellack, Ragout und Deodorant, in Haarspray und in Aftershave, in Creme für Fuß und Hand. Als Füllstoff in Kosmetika kommt es ganz häufig vor, sogar in einem ganz teuren Zeugs, zum Beispiel von Dior. Es schleifen die Partikelchen dir deine Haut schön glatt. Kann sein, dass du sie auch benutzt bei dir zu Hause im Bad. Nach jedem Duschen, Schminken, Waschen, nach jedem Haarestylen wird Abwasser stets angereichert mit klitzekleinen Teilen. Dann treibt das Zeugs durch die Kanäle und ist bald in den Meeren. Das Blöde daran nämlich ist, kein Klärwerk kann das klären. Jetzt fragst du dich, kann durch diese Teilchen denn Schlimmeres geschehen? Sie sind nur Nanometer groß, man kann sie ja kaum sehen. Das kann doch nicht so furchtbar sein, es geht ja kaum noch kleiner. Doch gerade in diesem Fall gilt, je kleiner, desto gemeiner. Klar können sie gefährlich sein, für Algen beispielsweise. Die sinken bis zum Meeresgrund und dienen dort als Speise. Wenn Algen Plastikmüll aufnehmen, dann bleiben sie oben schweben. Die Tiere in der Tiefsee haben dadurch nichts zum Leben. Doch nicht nur dieser Hunger wird durch Plastik produziert, denn außerdem wird es von kleinen Tieren absorbiert. Die kleineren Tiere wie der Grill und die Muscheln und auch Schnecken, die können leicht an diesem üblen Minimüll verrecken. Sie kennen nicht den Unterschied und sehen es als Futter an, wodurch eine Entzündung in dem Tier entstehen kann. Das Zeugs ist nämlich beständig mit üblen Eigenschaften, denn Gift und resistente Keime bleiben sehr gut daran haften. Es ist wohl klar, so ein kleines Tier kann dieses Gift nicht ab. Doch auch wer kleine Tiere frisst, macht später davon schlapp. Denn wenn ein Tier davon nicht stirbt, dann wird es selbst zum Fressen. Dein Duschgel kommt zu dir zurück, vielleicht beim nächsten Heringessen. Die Nahrungskette geht ja weiter, als nächstes kommt der Fisch. Und irgendwann hat auch der Mensch den Müll auf seinem Tisch. In Milch und Honig, Fleur de Sel, sogar in unserem Bier ist mittlerweile Mikroplastik. Und das verzehren wir. Diese Partikel sind so klein, die gehen sogar ins Blut und unseren inneren Organen tut das bestimmt nicht gut. Jetzt weißt du es, dieses Mikroplastik schafft große Umweltschäden. Es trifft den Grill, den Fisch, die Robbe, den Menschen quasi jeden. Seit Jahren geht dieses Mikroplastik täglich tonnenweise in Bächen, Flüssen, Strömen, Meeren auf seine lange Reise. Vielleicht frisst eine Flunder den Blunder, vielleicht auch die Korallen. Und der Butt geht kaputt und der Barsch ist am Arsch, auch die Quallen sind reingefallen. Vielleicht ist bald Schluss mit Oktopus und der Wal sucht verzweifelt ein Mal. Und dem Hecht geht es schlecht, Makrelen fehlen und der Aal hat auch keine Wahl. Doch bevor der Seehund zum Teufel geht und der Seeteufel geht vor die Hunde, kannst du auf Mikroplastik verzichten und zwar noch in dieser Stunde. Du kannst deine Fläschchen, Döschen und Tuben im Bad und im WC sogleich mal untersuchen und ordnen in schädlich und okay. Wenn Mikroplastik enthalten ist, dann kannst du es daran sehen, dass Wörter auf der Packung stehen wie Polyethylen und Nylon, Polyurethan und Polyacrylat. Kaum einer kennt diese Namen alle, da haben wir den Salat. Jedoch gibt es im Internet recht umfangreiche Listen von schädlichen Kosmetika. Damit kannst du ausmisten. Die Inhaltsstoffe stehen tatsächlich stets auf dem Produkt. Ich habe aber festgestellt, die sind zu klein gedruckt. Doch ohne Lupe kannst du auch die Zutaten erkennen. Du kannst mit CodeCheck, einer App,
jeden Strichcode scannen. Dann sagt dir die App auf der Stelle, wo Plastik drin steckt. Auch andere ungesunde Stoffe werden damit abgecheckt. Hast du die Packung mit dem Strichcode schon in den Müll geschmissen, dann gibst du einfach Namen ein und kannst prompt alles wissen. Und hat dein Shampoo Inhaltsstoffe mit Umweltrisiko, solltest du es entsorgen, doch bitte nicht ins Klo. Du tust es in die Restmülltonne, dann wird es verbrannt, so lange, bis es verboten wird, auch in unserem Land. Zum Beispiel Schweden, Großbritannien, Neuseeland, Kanada haben Mikroplastik untersagt, sogar die USA. Jedoch bei uns können Firmen sich doch freiwillig verpflichten, vielleicht in Zukunft irgendwann auf Plastik zu verzichten. Bis dahin kauf am besten nur Naturkosmetika, denn Mikroplastik, wie du jetzt weißt, ist nicht abbaubar. Bevor du auf die Tube drückst, schau nach, was sie enthält. Mach andere darauf aufmerksam, damit hilfst du der Welt. Und ist riskanter Inhalt drin, bring sie ruhig wieder hin. Dein Konsumverhalten bestimmt ja den Gewinn. Pass auf bei jeder Bodylotion, bei jedem Deo-Stick. Mach Druck auf Rossmann, Müller, Douglas und auf die Politik. Und willst du andere überzeugen, schick ihnen dieses Gedicht, weil Plastik unkaputtbar ist, die Erde aber nicht. Im letzten Türchen ist ein Thema, welches uns wirklich jeden Tag begegnet. Vielleicht schon heute Abend, wenn ihr einen schönen weichen Polyesterpulli bekommt. Was für euch Freude bedeutet, bedeutet für die Umwelt ein Riesenproblem. Denn bei jedem Waschgang lösen sich kleine Mikroplastikteilchen aus dem Polyester. Für Kosmetikprodukte wisst ihr ja nun, was ihr machen müsst. Schließlich habe ja auch ich schon öfters CodeCheck vorgestellt. Ich möchte euch heute aber nicht weiter mit einem traurigen Thema wie diesem aufhalten. Immerhin ist heute Weihnachten. Ich hoffe, unter eurem ökologischen Christbaum liegen heute sehr viele ökologische Geschenke. Viel Spaß beim Feiern mit eurer Familie. In diesem Sinne eine gesegnete und fröhliche Weihnacht wünscht euch euer Green World Facts TV.